Wir sind heute mal wieder bei Eurofishing und wir gehen heute auf die Karpfen. Ich habe ja gestern, beziehungsweise heute, ist ja das Tutorial rausgekommen und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam auf die Karpfen gehen. Mit welcher Ausrüstung gehe ich dahin? Also ich habe hier die Standardangel und die Korda 15 Touchdown Kurbel, die ist schon, musste ich mir schon holen. Also ist nicht mehr die Anfangskurbel. Und ja, genau. Und den habe ich hier, also ich werde höchstwahrscheinlich die Korda KD Rig Größe 6 nehmen, für Schlamm geeignet. Der Teich hat sehr viel Schlamm, er hat allerdings auch sehr, sehr viel Algen. Gebiet, deswegen werde ich mir wahrscheinlich noch mal den hier mitnehmen. Ne, den hier mitnehmen. Einfach falls wir mit dem anderen nicht gut vorankommen, dann können wir auf den hier umsteigen. Dann haben wir also einmal Größe 6, Größe 12, Größe 8 und nochmal Größe 8. Und ja, mit welchem Köder werde ich angeln? Ich werde wahrscheinlich mit den großen Maiskörnern doppelt angeln. Das Weißboot senken. Und schwimmen werde ich eventuell nur nehmen, je nachdem wie die Fische beißen. Und der mittelgroße, ja, also den benutze ich nur, wenn ich auf die anderen Haken umsteige, weil auf den Sechser benutze ich nur große. Genau, das war's zu dem Angelkasten. Dann gehen wir jetzt mal angeln. Und zwar im Diggers Lake, hier gibt es nur Karpfen. Der Rekord dieses Sees beträgt momentan 16 Kilo und es gibt hier 7 Bossfische und dann gehen wir mal los. Genau, wir haben hier jetzt Startzeit 7 Uhr, langer Tag, lalala, ein Tag gleich eine Stunde. Kann man das nochmal... Achso, geht nur eine Stunde, okay. Bedingung zufällig, Wind 1 und der Angelkoffer 2, den ich gerade ausgerüstet habe mit euch zusammen. Gut, dann. Achso, und ich benutze auch eine andere Schnur. Jetzt habe ich die gar nicht mehr. Also Sehne, wie auch immer. So, wir gehen. Also hier unten ist. Sieht sehr frei aus. Wir gehen erstmal hier. Das machen wir erstmal. Genau, und dann gucken wir mal, ob wir hier was. Ups, fangen. Wie auch immer das gerade passieren könnte. Genau. Ach, was für ein wunderschöner Tag hier wieder. Kann man richtig durchatmen. Also ich mag das Spiel. Grafisch und atmosphärisch ist das echt richtig, richtig gut. Ich finde es auch richtig gut, dass man hier einfach rumlaufen kann. Es geht bei Fishing Planet leider nicht, würde ich mir dort allerdings auch wünschen, ehrlich gesagt, dass man von der kompletten, also von überall aus fischen kann. Das wäre nochmal richtig schön. So, wir sehen aber hier jetzt wieder zurück zu Eurofishing. Wir sehen hier die Seerosenblätterteiche, Teppiche. Und darunter sitzen die ja wahrscheinlich. Oder auch da hinten in dem Schilf. Das heißt also, wir werden jetzt unsere Angel ausrüsten mit dem Rig auf Schlamm und dem großen Maiskörnern, wie schon gesagt. Und dann gehen wir genau neben den Seerosen in Stellung. Da müsste es eigentlich Schlamm geben. Naja, genau daneben ist es zwar gelogen. In der Mitte. So. Hallo, darf ich die Angel setzen? Ach, ich bin so doof. Okay. Wir müssen den nochmal einholen. Ich bin doof. Ja gut. Man sollte auch den Angelfall beanspruchen. So, genau. Und jetzt können wir ihn gerne nochmal auswerfen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal auch daneben zu werfen. Naja, nicht wirklich. Okay. Dann gehen wir mal auf die 2. Wechseln den auch auf diese Einstellung. Und gehen hinter den großen Seerosenteppich. Genau. Und dann nehmen wir nochmal die 3 und gehen. Machen das hier ebenfalls.
und gehen auf die Seite. Dann haben wir das so ein bisschen abgeschlossen. Überall liegt ein Köder. Und dann gucken wir jetzt und hoffen, dass es gleich einen Biss schon gibt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie aktiv die hier sind. Ich war hier noch nicht allzu oft. Und ich war hier an dieser Stelle auch noch nicht, sondern ich war immer oben. Und oben gibt es ganz viele Inseln. Das heißt also, ich habe mich deswegen auch ein bisschen entschieden, mal auf eine neue Position zu gehen. Um mein Glück ein bisschen zu prüfen. Aber da haben wir schon einen. Und die 1 geht auch gleich los. Genau. Und die 3 sehe ich gerade nicht, aber die könnte eventuell auch gleich losgehen. Ich glaube, da ist gerade die 3 auch losgegangen. Oder ist es nicht die 1? Ich weiß nicht. So, genau. Und hier die Karpfen, die muss man immer so ein bisschen reindrillen. Je größer der Karpfen, desto schwieriger wird das Ganze. Das war jetzt irgendwie sehr leicht. Aber mit einem Gewicht von 8,6 Kilo ist das Ganze schon erstaunlich leicht gegangen. Ich ja, bin überrascht. Ihr seht mich überrascht und ja, es ist auch wirklich sehr überraschend gewesen eigentlich. Ich kann mich erinnern, was war mit der Standardausrüstung, ne? Mit der Standardkurbel und der Standardsehne, das ist ein bisschen schwieriger noch. Hier geht schon ein bisschen leichter. Das ganze Equip, was ich jetzt habe, ist auch auf bis zu Fischen, ja, also bis 14 Kilo Fische ausgelegt. Aber bei 14 Kilo soll es angeblich auch richtig schwer werden, den dann reinzuholen. Bei denen jetzt irgendwie gerade nicht so. Das ist jetzt gerade fast 8 Kilo, das ist sehr schön. Und ja, auf die 3 müssen wir wechseln. Die 3, hier wieder. Und ich mache das wieder so, wie auch im Tutorial, ich nehme wieder die Zahlentasten, weil es einfach schneller geht und dann kann man hier einfach durchswitchen. Es geht einfach viel, viel schneller. Was man noch machen könnte, wenn man schon ein Fisch reingezogen hat, die Angel gleich wieder rausschmeißen. Auch wenn noch andere Fische an den anderen Haken sind. Ich mache das nicht ganz so gerne, weil das einfach das Risiko senkt, den Fisch an dem anderen zu verlieren. Deswegen mache ich das nicht ganz so gerne und gehe sofort den anderen Fisch. Ist aber jeden selbst zu erlassen, weil manche mögen es so, manche mögen es so. Ist aber nochmal ein kleiner kleiner Tipp, den man auch wirklich mal so nehmen kann. Genau. Wie gesagt, und hier ist jetzt nur Karpfenangeln. Und dann schauen wir mal, was wir heute so erreichen. Keine Sorge, das ganze Video wird nicht so lang wie gestern mit dem Tutorial. Das war auch mehr ein Versehen. Okay. So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das ist ja mal richtig schön. Von wegen schönes Wetter, ne? Was für ein wunderbarer Tag. Jo. Jetzt muss erstmal schön regnen. Richtig nice. Also irgendwie will der gerade nicht kommen, oder? Der geht schwerer als die anderen. Könnte sein, dass er ein bisschen dicker ist. Ja. Nochmal hoppala hier und so, ne? Komm mal rein. Ja. Jetzt hab ich ihn. Na, geht doch. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben ihn. Und das sind tatsächlich 10,46 Kilo. Mein Rekordgewicht von einem Karpfen sind 12,5 Kilo, glaube ich, waren es. Also fast 13 Kilo. Allerdings nicht hier an dem See, sondern an... Ach, wie heißt er noch gleich? Weiß ich gerade nicht mehr. Ist der vorletzte See, glaube ich, in der Liste. Da möchte ich mit euch auch noch angeln gehen. Aber nicht mehr heute. Weil da gibt es auch ein... Der war ja mal fail. Da gibt es nämlich auch einen richtig guten Spot, um einfach... Willst du mich jetzt veralbern? Um einfach Fische zu fangen. Wo halt fast immer Fische da sind. Jetzt. Sehr schön. Geht doch. Ich war genau da, wo ich ihn haben wollte.
Das ist sehr schön. Vorne ist gerade was gesprungen, deswegen schmeiße ich den nächsten Mal vorne. Ja, gut. Das geht auch. So, Sackgasse, meine Freunde. Ich glaube, die zwei witzig. Sehe ich das richtig? Sehe ich das falsch? Keine Ahnung. Könnte auch die Strömung sein. Ja, ist, glaube ich, nur die Strömung. Und der Regen lässt nach. Es wird wieder schön. Oh, die Sonne wurde verdeckt. Also grafisch ist das Spiel auch richtig gut, wenn es geregnet hat zum Beispiel, dann glänzt es hier alles so ein bisschen. Hier sind sogar Wassertropfen drauf. Ja. Ne? Also Respekt. Ja, okay, gut, das ist, ja, kann man machen. Zelt durch Zaun, Fums. Geht schon irgendwie. Also wenn mich jemand fragen würde, was würdest du besser finden, Fishing Planet oder Eurofishing, dann würde ich sagen, beide. Beide aus dem Grund, weil sie sich sehr gut ersetzen, finde ich. Sowohl von den Angelarten als auch von der Spielmechanik und so. Also ich finde, beide sind sehr, sehr gut ausgelegt und wow, das ging jetzt einfach. 10,88 Kilo mal eben in 2 Sekunden ausgezogen. Jo, läuft. Na, das ist doch mal was. So, ein schönes Geschenk. So. Genau, und also wie gesagt, sie ersetzen sich sehr gut. Fishing Planet ist noch in der Entwicklung. Das heißt also, es ist, kann noch besser werden. Und ich finde momentan das hier. Also Grundfisch, also was ich bei Fishing Planet echt mag, ist das Spinfischen. Das gibt es hier leider nicht. Würde mich mega freuen, wenn es hier das, wenn es das hier auch geben würde. Oder wird bald, hoffe ich, schätze ich, denke ich. Weil das mache ich in Fishing Planet echt extremst gerne. Das ist also, da angel ich so gut wie nie auf Kurse, sondern nur auf Spin. Und hier angel ich halt meistens nur auf Grund. Hose habe ich jetzt 3-4 Mal gemacht. Ist aber nicht ganz so spektakulär. Deswegen nehme ich da lieber Abstand von. Und was ich hier auch sehr, sehr gut finde, ist, dass man hier auch auf Pirsch gehen kann. Finde ich sehr gut. Wenn wir den Fisch jetzt hier drin haben, ist die Folge auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen. Einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch auch bitte und ja, lasst doch Verbesserungsvorschläge und einen Kommentar da. Das wäre sehr nett. Ich dachte eigentlich, ich bekomme den, jetzt bekomme ich ihn. Nein, doch nicht. Das ist auch ein Phänomen, wenn man den Kescher holt und der zieht nochmal ab. Das ist auch mal sehr schön. Ich komme jetzt ran hier. Was ist denn los? Ich dachte eigentlich, ich bekomme den jetzt schon 8. Und da haben wir noch die 1 dran. Na, dann können wir den auch nochmal reinholen. Moment, dann wird das noch ein klein bisschen länger. Es ist ja wohl nicht wahr hier gerade. Ich krieg den nicht rein, warum nicht? Komm schon, hallo. Komm ran, hierher. Gibt es eine Pfeife für, eine Lockpfeife für Fischen? Na los. Hallo, komm. Gibt Leckerli hier. Komm schon. Obwohl Leckerli hat er ja schon im Intus. Allerdings mit Haken. Ich glaube, ich gewinne dann Leckerli ohne Haken. Bevor er dann zurückgesetzt wird. Nein, nein, nein. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Oh. Oh, gut, 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 gut. Lol, was ist denn? Jetzt habe ich ihn, na endlich. Habe ich mich gerade ein bisschen doof angestellt. 9,71 Kilo, sehr schön. Und jetzt noch schnell die 1. Die haben wir auch noch rein. Und dann ist das Video aber zu Ende. Also wer das jetzt noch sehen möchte, kann gerne dranbleiben.
Würde mich sehr freuen. So, was man hier noch sagen kann, was gut ist, ist, dass man hier sehr viel auf Sichtung spielt. Also visuell und ja, halt so sehen und hören und so. Dass man einfach auch Fische, die hochspringen, sieht, dass man auch die Blasen sieht, wo die dann sich befinden, die Fische. Und dass man hier halt auch die ganzen Gebiete einfach hat mit den verschiedenen Gründen. Das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man hier drei Grundarten hat. Also Schlamm, Kies und Algen. Finde ich sehr schön gemacht. Auch dass hier zum Beispiel auch der Köder sich verstecken kann, also übersehen werden kann im Schlamm, dafür im Kies besser zu sehen ist. Außer natürlich, man hat im Schlamm den richtigen Haken, dann passiert das ja auch nicht. Also eigentlich zumindest. So, wir haben hier nochmal einen richtig schönen Spiegelkarpfen. Und dann sind das auch nochmal fast 8 Kilo. Ja, das war's von mir aus hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Rest habe ich euch schon gesagt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal im Multiplayer-Modus. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht auch mal irgendwie im TS oder so. Schaut mal rein. Bis zum nächsten Mal. Euer CreepyMine. Schausen. So halt.